Ich heiße Kalle Koblet, bin 19, komme aus Winterthur und fahre Snowboardkurs, bin jetzt im A-Kader und habe dieses Jahr die Junior-Weltmeisterschaft gewinnen. Also im Kopf finde ich es gut, wenn es eine möglichst grosse Lehre ist, eigentlich eben, wie gesagt, an nichts zu denken. Aber die Anspannung ist doch sehr gross und das Adrenalin fängt an zu pumpen. Und ja, aber ich probiere einfach möglichst ruhig zu bleiben. Snowboardkurs ist eher ein physischer Sport. Man hat Zweikämpfe, man fährt 6 Pisten runter und muss um die ersten 3 Plätze kämpfen, die dann weiterkommen. Jetzt hier im Wesen am letzten Welken passt mir die Strecke eigentlich sehr gut. Im Rennen selber konnte ich einen sehr guten Lauf zeigen, es hat ihm trotzdem nicht gelangt. Er hat das Fotofinish gerne knapp ausgeschieden. Jetzt nach der Saison ist mein grosses Ziel eigentlich zuerst mal die Lehrabschlussprüfung zu machen, aber weiterhin einen sehr guten Aufbau machen mit meinem neuen Konditrainer, einen guten Plan und einfach einen guten Aufbau und dann schnell wieder mit Schneetraining anfangen, dass wir auch für die ersten Weltcup in Argentinien nächstes Jahr wieder parat sind.